Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier vom Kanal mit mir, dem Let's Play. Hallo. Der Holmeister, wir haben es geschafft. Mein Holmer. Aber vom Messer mit 1 Meter fahren. Tun wir mal gerade den Case aufladen und losschicken. Da er uns ja das Geld wieder einholen muss. Was wir ja eben nicht geschafft haben zu bekommen. Und der Striegel ist auch schon am Arbeiten. Den habe ich gerade eben mal angesetzt. Mit CP, weil ich glaube, es ist interessanter für euch, den mal zu fahren als den Striegel. Und zum Striegel, weil ich denke, wir werden noch oft genug kommen. Jetzt mit dem Case noch. Boah, ich hab's am Ohr. Boah, so. Jetzt mit dem Case noch den Flüssiggänger fahren. Und danach werden wir dann hiermit, heißt, werden wir uns dann mit die Milch schnappen, wenn die Milch zur Bäckerei bringen. Und wenn das gemacht hat, der Optum, darf er dann, ja, dann aber eigentlich vor die Ultima gespannt werden und beipressen. Wir werden uns dann jetzt gleich den Deutz, glaube ich, nehmen den Betrag. Den Betrag mit dem Anhänger nehmen oder zum Abfahren schon mal hinstellen. Für die Rüben. Ich habe erst gedacht, wir machen Rübenhaufen am Feld, aber das ist dann doch doof. Weil wir haben jetzt auch nicht das Geld, noch eine Rübenmaus zu mieten und so. Deswegen habe ich auch mehr Haufen am Feld. So, auffüllen. So. Den machen wir erst zum Schluss ansetzen. Ja, die Tiere kommen danach noch dran. Die haben ja noch was zu futtern. Die sind ja jetzt nicht so, als würden sie direkt dann versterben. Hier ist der MB-Trager, aber den brauchen wir noch nicht. Dem Deutschen werden wir vielleicht Paletten fahren. Von A nach B. Wir haben jetzt noch nicht das Geld, uns einen LKW zu kaufen. Für die Kartonage und die ganzen Gewächshäuser und so abzufahren. Wir müssen dann den Deutschen aus. Nehmen. Der Case macht es auch ganz gut eigentlich. Der passt eigentlich genau zum Striegel. So. Ich frage mich eh gerade, wie wir da hinten reinkommen sollen eigentlich. Ich soll aber nicht in die Klinke. Wir waren rechts. Ah ne, halt ist nicht okay. Ich dachte, wenn Klicklenker. Warte. Kann gucken. Aha. Da ist es ja. Das Knickgelenk. Boah, ist der große Holmer. Rein und ab nach vorne. Ja, die Sonntagsfolge ist wahrscheinlich auch ein bisschen später, weil die ging ja eine Stunde. Knapp eine Stunde. Und deswegen brauche ich auch bei mir sehr lange zum Hochladen. Sie ist gerade mich im Hintergrund am Hochladen. Das könnte auch dafür heißen, dass wir so wenig FPS haben. 3 FPS, weil es noch eigentlich ganz in Ordnung ist. Für sonstige Verhältnisse. Überhaupt hier durch. Ich glaube, es mir denken, dass es nicht passt, hier durchzufahren. Was müsste eigentlich passen? Der ist so feinfühlig in der Knicklenkung. Für die Straßenfahrt möchte ich wahrscheinlich wieder normale Lenkung reinmachen. Weil er eben so feinfühlig jetzt gerade ist. Langsamer machen, so schnell über den Hof heizen. Dann vielleicht werden die Woche noch ETS
Videos kommen, auf meiner Ranko. Weil ich habe ja Spezialtransport DLC. Ich glaube, kann ich eigentlich mal damit ein paar Runden drehen mit euch zusammen. Nicht immer alleine, sondern mit euch zusammen. Ja, da werde ich auch mal hingehen. Werde dann mal gucken, ob ich heute noch Zeit habe, was aufzunehmen, sonntags. Ja, so nach Muttertag, klar. Ja, aber sonst wird der Muttertag jetzt nicht so ausgiebig gefeiert wie bei manchen anderen wahrscheinlich. Haben wir vielleicht noch einen Anhänger? Ich glaube schon. Das Ding ist ja, glaube ich, 4 Meter breit. Wäre so ein Anhänger ja eigentlich nicht schlecht für. Ja, komm mal ein bisschen vor und jetzt muss ich links rum einschlagen. Damit ich relativ gut rankomme, oder doch nicht. Ah, nee, es geht auch ohne, denke ich. Obwohl, wisst ihr was, wir kaufen uns ja auch einen Anhänger dafür. Der sieht besser aus und bestimmt einfacher, auch nach Hause zu kommen, wenn einer gibt. Ich meine, es gibt dafür einen. Ja, genau, der da. Transport, Hänger 9. Dann machen wir jetzt einmal eben. Nee, genau, auf zu klappen, das ist gut. Nein, davon jetzt zu gut als Aggregat. Du siehst halt beim Fahren, glaube ich, nicht viel. Ah, okay, es geht. Du siehst noch ein bisschen, aber nicht mehr viel, leider. Boah, ist das nervig, dass die Kabine hinten von oben haut. Nicht hinten das, bis es oben drin drückt. Weil nicht schwer, deswegen kommt hinten nicht rum, leider. Das macht es auch so kompliziert zu fahren, wahrscheinlich. Ja, wenn die Schaltung oder das Palette darf man so ignorieren, einfach drüber düsen. Bisschen Tempo, eigentlich schon den Case mal wieder nach losschicken. Im Aufgeladen haben schicken wir Case mal los. Das so easy ausgeht hier. Bremsen, bremsen, bremsen. Mal andersrum einschlagen. Ah, hab ich jetzt gerade vergessen. Verschaltet. Tausend Liter hier rein. Wenn wir hier ein paar Jahre mitarbeiten. Boah, geht davon schon den ganzen Sprit durch. Ich habe ja eigentlich mal vorgehabt, die Map hier noch ein bisschen umzubauen mit Schlammlöchern und so überall. Also jetzt nicht überall, zum Beispiel so Schlammlöcher an Gruben oder auf einer Wiese. Oder auf ein paar Feldern mal so Schlammlöcher eingebaut, wo ein bisschen nasser sein könnte. Oder ja, nee, vom Bach unten. Aber mein Jet sieht mir die ganze Zeit ab. Jetzt mal wieder gucken, wo ich mein Passwort liegen habt. Ich soll wieder anzumelden beim Giants Forum. Beim Giants Diploma Network. Stopp. Und abgebildet. Ja,
Dann den Hänger an und dann können wir los. Wir müssen natürlich auch den Kredit wieder zurückzahlen, bevor wir hier nachher ja spulen würden wieder. Wenn wir hier minus 50.000 wegen dem Kredit haben. Ist auch kein Bock, 5.000 Milliarden Euro gefühlt Zinsen zu bezahlen. Lass uns den Case gucken, was der macht. Richtung. So. So schon fast drankommen. Jo, passt. Nein, müssen wir wissen vor. Nein. Mit der Excel runtergeschoben. Ach komm, jetzt haben wir die Excel einfach runtergeschoben. Was für ein Schiss. Wir brauchen mal eine ganze Folge, um diesen Ruhe anzuhängen. Die erste Stelle drin. Das braucht dauert hier. Ich mach mal, komm mal Radio an. Boah, ist laut. Okay, wisst ihr was? Den lauter und tun gerade den Case ein, weiter schicken. Dann machen wir den Ruber. Den Holmer. Ich kann halt Ruber. Klebeckhof. Und den Opa werden wir schon mit dann. Ja. Holmer. Ich auch mit CP fahren lassen. Weil es eben besser. So lange dauern wird das dazu ernten. Wir können nachher die Reste wegmachen und so. Und wir haben so viel anderes zu tun mit den Tieren zu füttern und. Guck mal da. Ich hätte jetzt nicht rausgefreit selber. Das ist die ganze Zeit so gut. Eigentlich ganz anschlagen, weil wir haben ja hinten die Lenkachse.
Passt doch. Nee, Container im Weg. Wird glaube ich nicht passen. So. Ich bin hier einmal so rum. Endlich geschafft, hier rauszukommen. So durch den Ort kommen damit. Eigentlich hätte ich gedacht, heute einen Stream zu machen, aber es hat. Nee. Okay, hält. Sagst du, es ist schon der Felsweg. Bremst, aber es hält ja. Ich vergaß, sie haben ja Automatik getankt. Ciao. Man hört sich, dass es ruckelt. Das Spiel, weil das Lied abgehakt ist. Halt das YouTube gerade mitten am Arbeiten. Aber ich glaube, wir werden morgen erst anfangen können zu ruhen. Jetzt hier ausfahren und jetzt. Ich dachte. Achso. Leg jetzt so leicht mit. Okay, gut. Mal gerade gucken, wir haben 12 Uhr bei uns und jetzt sind wir hier. 8 Minuten, jo. Dann würde ich sagen, ist mir fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim nächsten Video vorbei, am Mittwoch. Macht's gut. Ciao, ciao.